Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich war mal wieder im Nether und hab mal geguckt. Das habe ich mich sogar TP'd. Um zu gucken, ob da Elektrotine drin war. Und ja, ist drin. Sehr schön. Also ich lasse gerade schon laufen. Habe jetzt auch schon ein bisschen was durch den hinteren Maserator laufen lassen. Und das läuft jetzt hier gerade gemütlich durch, dass wir jetzt die ganze Zeit ein bisschen Elektrotine oder beziehungsweise doch Elektrotine halt herstellen, dass wir unsere Kabel machen können. So, das warten wir jetzt noch schnell ab, dass der durch ist, dass ich die auch gleich noch durch die Zentrifuge jag, dass wir da auch jetzt dann mal weitermachen können. So. Da sind wir nämlich jetzt auch gerade dann fröhlich pfeifend dabei, das Kabel herzustellen. So, ich habe schon mal ein bisschen was durchjodeln lassen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 8 Blue Alloy Wire, wir haben Copper Wire, wir haben Tin Wire, weil die brauchen wir jetzt dann gleich alle. Das erste, was wir jetzt zum ersten Mal brauchen, ist, wir werden jetzt unten erstmal unseren Bereich aufbauen. Mein Problem, was ich jetzt momentan habe, ist, ich habe hier in diesem Bereich hier oben keinen Bereich, wo ich sagen kann, okay, wir haben hier Kabel. Ja, also hinten habe ich gesagt, wird es auf jeden Fall eine Art Unterboden geben, damit wir uns Kabel verlegen können, ne? Weil wir kommen ja hier runter und sind dann hier auf der Ebene. Ja, das müsste da hinten auch sein. Ja, genau. Und da kann ich ja auch eine Kabelebene drunter machen. Mein Problem ist jetzt halt nur, ich muss ja jetzt da nach oben gehen. Ich glaube, das war jetzt in dem Loch hier. Jawohl. Na, man sieht jetzt hier, na, da sind jetzt dann die freundlichen Battery Buffer dann drin, die halt das machen. So, wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, ich mache jetzt hier auch noch eine Dreierebene rein für Kabel. Na, also das heißt, das wäre jetzt dann hier der Boden. Dann reicht mir hier der Bereich nicht aus, um meinen Strom zu verlegen. So, jetzt gibt es für mich zwei Überlegungen. Entweder ich sage jetzt, okay, egal. Wir machen das dann ganz einfach dann einen weiter hinten und legen dann das Kabel dann drüber, dass ich dann hier einen Zugriff drauf habe. Oder ich muss noch schnell einen Chunk rausklopfen, dass wir es dann da nach hinten verlegen. Das ist jetzt gerade das, was bei mir war. Die andere Möglichkeit wäre sa zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Wand rein, weil ich brauche Transformer. Ich brauche Transformer, die von den Engines auf HV gehen und HV geht nach oben und wird zu MV und zu LV. Ich bin sogar mittlerweile der Meinung, dass das eigentlich meiner Meinung nach sogar hierhin reinkört jetzt mittlerweile, weil ich brauche auch noch die freundliche Unterstützung vom EBF. Ja, weil EBF hat ja schon mal MV. Und ich habe hier auch schon Maschinen, die MV sind. Also die sollen ja auch irgendwann da vorne rein. Ja, also sozusagen, okay, Zentrifuge und so weiter kann ich ja laufen lassen, aber hier müssten eigentlich MV-Maschinen mit hin. Das ist jetzt gerade nicht so einfach für mich. Das ist jetzt gerade, ja. Jetzt gehe ich mal einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal jetzt von hier runter. Genau, das haben wir schon mal hier, das erste. Und hier ist der zweite. Merke immer mehr. Ich, ja,
Nein, nee, 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 nee. Wir laufen noch ein bisschen. Alles gut. Dauert zwar ein bisschen länger, aber Bewegung tut gut. So, das heißt jetzt, ich komme jetzt dann hier raus für diesen Bereich hier. Ich habe diesen Bereich hier für LV und der vordere Bereich bin ich dann unter den anderen Maschinen. Mein Problem ist jetzt halt nur, es macht am meisten Sinn zu gehen HV, MV, LV. Ja, also das heißt, ich habe hier definitiv MV. Ich habe eigentlich dann hier definitiv auch die ersten Maschinen, die von MV sind, dann LV sind. Merke gerade, wird etwas komplizierter. Ich merke gerade, es hätte vielleicht doch Sinn, noch so eine Ebene reinzubauen. Ja, natürlich, wenn ich jetzt dann sage, okay, ich baue jetzt dann irgendwann da hinten diesen Raum auf, wo ich dann diese ganzen Maschinen, die wo ich momentan da oben habe, dann nach hinten verfrachte. Und dann habe ich sozusagen eine Stromebene drunter, wo die Verkabelung auch dranhängt. Wäre es ja alles kein Problem. Also das heißt, das wäre jetzt alles hier provisorisch. Dann hätte ich gesagt, dann bauen wir auch so, dass das provisorisch ist. Das heißt, ich habe dann hier mein MV und muss dann sowieso immer transformieren in LV und so weiter und so fort. Genau. Also das heißt, wir gehen hier rein. Und cool, dass ich mir das überlegt habe. Offline. Nein. Das wollte ich aber diesmal nicht, sondern ich wollte es mit euch zusammen machen. Dass die auch mal die Gedankengänge dran kriegt und dann sagt, der ist komplett jetzt verrückt. Ja, richtig erraten. So, ich habe jetzt schon mal meine ganzen Teile dabei. Dass wir schon mal wissen, was Sache ist. Ich wollte sie hier rein. Dann als allererstes, wir wollen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und das ist auf jeden Fall schon mal der Bereich, ups, in dem man nichts mehr sieht. Danke fürs Gespräch. So, dann habe ich hier meine Factory-Blöcke. Das heißt, du kommst dahin. Und ich habe jetzt ja, genau, das war ja das, was wir in der vorigen Folge ja gehabt haben. Also ich möchte ja haben, dass ich hier vier Engines drin aufhebe. Ja, also das heißt, wir haben jetzt dann erst einmal hier. Also ich deute es jetzt mal an mit Netherrack, weil das man am leichtesten wegmachen kann. Also das heißt, ich habe jetzt dann hier meine vier Engines und hier meine vier Engines. Das heißt, ich habe jetzt hier 8 EU, die produziert werden. Dann habe ich dann hier drauf meine Pipes und hier die nächsten vier Engines. Ja, also so wird es ausschauen. Dann heißt es jetzt für mich, wir machen das jetzt mal hier zu und gehen schon mal hier nach hinten und machen das hier auch zu. Das ist jetzt schon mal das grobe Gerüst, wo wir hin wollen. So, dann machen wir dich auch noch zu. Das ist jetzt sein Hauptmotor. So.
Also wie gesagt, ne, wir haben jetzt dann hier 8 EU. Wir haben hier 8 EU. Das wird jetzt für uns heißen, wenn ich jetzt einen Battery Buffer baue, bräuchte ich hier, wenn alle laufen, 16. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen, wie ich es mache. Mache ich das Ding? Na, größer wollte ich es eigentlich nicht machen, weil wenn ich jetzt, ich könnte jetzt mir hier dann hier nochmal einen hinbauen. Und hier möchte ich eigentlich noch einen zweiten hinbauen. Das ist dann Sache, okay, ich habe jetzt hier 16 EU. Weil 16 sind, also ich habe einen großen 16er LV. Wenn ich jetzt aber den großen 16er MV möchte, weil immer mit geteilt oder mal 4, geteilt durch 4 würde heißen, ich habe eine Reihe MV voll. Kommt hier noch einer hin und hier noch einer hin, dann habe ich natürlich einen kompletten MV voll mit 16. Würde es dann zwar heißen, von HV hätte ich dann nur 4, aber ist egal. HV können wir ja sowieso momentan noch nicht bauen. Wir können da hoch transformieren auf besseres Kabel, auf Länge gehen und wieder runter transformieren. Das ist momentan das, was mir von HV schon mal so weit im Kopf rumspuckt. Was ich natürlich auch noch habe, und das ist jetzt gerade meine Hauptüberlegung. Ich muss ja irgendwo einen Tank hin verfrachten, der mir sozusagen das Benzin hier reinschmeißt. Momentan bei dem provisorischen Ding ist es leider so, ich muss es mit der Hand machen. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach oben und guck mal, ob ich einen 64er Tank irgendwo rumliegen habe, wo ich sagen kann, kann ich mitnehmen. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, genau, dich kann ich schon mal mitnehmen, weil das sind schon mal die ersten 8. Da habe ich auf jeden Fall schon mal nichts drin. Da habe ich auch nichts drin. Da steht schon mal nichts rum. Habe ich hier hinten vielleicht einen hingestellt, wo ich sagen kann, okay, könnte ich eventuell wegnehmen. Das ist der Ultra-Low Voltage. Nochmal ein Ultra-Low Voltage. Das ist halt die Frage vom Plastik her. Heavy Fuel. Low Voltage. Das zieht um. Das zieht jetzt hier rein. Dann habe ich den jetzt hier übrig. Dann nehme ich den schon mal mit. Diese Schuhe haben man natürlich auch Nachteile. Ich könnte natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich ziehe mir jetzt in der Basis einfach diese Schuhe aus. Aber dann, wenn ich jetzt zum Beispiel darauf muss, habe ich wieder ein Problem, weil ich es nicht kann. So, ich möchte eigentlich, wie gesagt, am besten wäre es jetzt für mich,
6, 7. Am besten wäre es jetzt für mich, wenn ich natürlich jetzt hingehen könnte und sagen, okay, ich kann hier hinten auch hinlaufen. Da muss ich mir auf jeden Fall was überlegen. Wenn ich jetzt eine offene Struktur hätte, gehen wir mal, machen wir mal schnell die Linie an. Wenn ich jetzt sagen, ja, okay, kann ich natürlich auch machen. Ich schlage jetzt einfach mal hier die Wand weg. Punkt. Aus. Feierabend. Ja, weil dann habe ich hier meinen Zugriff. Und so wichtig ist das Ding nicht. So, dann kommst du, wirst du auf jeden Fall hier aufgeschlagen. So, was macht jetzt am meisten Sinn? Muss ich mir mal nochmal schnell hier die Schematik anschauen. Ich bin hier oben. Es macht am meisten Sinn, dass ich die Engines nach hinten baue. Okay, die habe ich jetzt Gott sei Dank schon dabei. Also das heißt, du, du, du und du. Ich habe nur 8 Stück gebaut bis jetzt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Ich glaube, ich habe noch mal insgesamt 4 Stück oben stehen. Das heißt, mit denen noch 4 fehlen, um alles sozusagen dann in diese... in dieses große Konstrukt reinzubauen. So, dann hätte ich gesagt, wir bauen jetzt dann den Low Voltage Tank, bauen wir hier hin. Das heißt, ich werde jetzt gleich noch eine Pumpe brauchen. Und ich brauche Flüssigkeiten. Ich habe hier diese Pipe. Was hast du? Du hast 6000 Liter in der Sekunde. Macht ja absolut keinen Sinn, weil ich glaube 1600 kannst du gerade mal. Liter kann der gerade mal. Das ist jetzt dann Putin. Das da, das da, das da. Achso, brauchen wir Extruder. Nicht den da. Genau. Du kannst 1000 Liter. Macht am meisten Sinn. Machen wir so. Kann ich immer noch einschmelzen danach. Jetzt muss ich nur schauen und hoffen, dass ich noch Protein da habe. Sonst muss ich mir noch mal was machen. Hammer. Zum ersten Mal, dass ich mir, glaube ich, die kleinsten Pipe mache. Das ist ja ausreichend. So, wir haben jetzt schon mal 8 Stück. Ich glaube, das reicht nicht. Reicht definitiv nicht. Wir brauchen noch mal welche. So, jetzt haben wir 16 Stück. Sonst brauchen wir jetzt noch mal eine Pumpe. Für die Pumpe brauche ich alles Mögliche. Was fehlt mir? Ein Motor. Den habe ich hier. Ich habe Rubber habe ich doch hinten. Ja, klar, aber ich habe hinten mein Extruder. Nummer 4, ist egal. Das reichen.
Ja, so habe ich auch meinen Excavator. Ich will mal Extruder sagen. Ich benutze die Maschine eindeutig zu häufig. So habe ich meinen Excavator auch verlegt. Ich habe ihn gefunden. Ich bin froh, dass dieses, wenn man das da oben eingibt, habe ich auch rausgefunden. Machen wir mal schnell den Test. Also Excavator. So. Wenn ich jetzt das Holo habe, dann funktioniert das Holo auch so. Das war jetzt nämlich der Test, den wo ich jetzt gerade gemacht habe. Also das heißt, alles wird ausgeblendet. Nur das, was man braucht, wird eingeblendet. Weil zuerst habe ich gedacht, das ist aus. Nein, auch das Holo funktioniert mit der Suchfunktion. Gut zu wissen, super Aktion. So, du kommst auch gleich wieder da rein. Und ich habe schon festgestellt, ich brauche demnächst Silber. Der Wahnsinn, was ich gerade an Silber weghau. Danke. Der nächste Achter läuft. Und Unpacker wird auch demnächst noch gebaut. Aber eins nach dem anderen. Ich hoffe, dass ich in der Folge jetzt alles hinkriege, damit das da unten läuft. So, also wir brauchen jetzt dann die da und dann habe ich jetzt eigentlich meine elektrische Pumpe. Wie gesagt, wenn dann die läuft, die kann dann schon mal 2560 Liter. Muss mal gucken, ob man sie braucht. Also wenn ich die MV baue, kommt der auf jeden Fall rein. Wenn nicht sogar dann von Ender.io die anderen Pipes schon laufen. Muss man gucken. Also, das heißt, die Pumpe kommt jetzt hier hin. So, und jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ne, habe ich nicht. Ich komme drauf. Cool. Komme ich das auch, wenn ich noch die Pipe drauf habe? Ist dann auch neu. Das ist cool. Das ist genial. Weil früher war es nicht so. Weil wenn da ein Cover drauf war, konnte ich nicht mehr draufklicken. Aber vielleicht, weil es jetzt sozusagen hier mit eingearbeitet wurde. Schon nicht schlecht. Ja, aber ich merke gerade was anderes, was schlecht ist. Das heißt, ich kann es nicht so machen. Ich muss die da wegräumen. Die müssen doch hier hin. Warum ist es schlecht? Ganz einfach. Ja, wir legen ja jetzt dann sozusagen die Pipes ja hier an. Jetzt tun wir es erstmal verknüpfen. Und dann wird gesagt, genau, du gehst nach unten, du gehst nach unten, du gehst nach unten, du gehst nach unten, rüber, 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 rüber. Dann gehst du nach oben, du gehst nach links und rechts. Du gehst nach rüber, so, zack. Genau. Weil das darf ich ja nicht sozusagen hier mittig verlegen. Weil sonst habe ich schon ein Problem. Jetzt habe ich gleich noch ein anderes Problem. Ich habe da nämlich an alles gedacht, nur an eine nicht. Ich brauche noch ein anderes Kabel. Ich habe das Red Alloy. Ich habe das Redstone Alloy. Habe ich noch ein Redstone-Alloy? Das heißt, ich brauche Redstone, ich brauche Raw Silicon.
Asbestos. Habe ich noch Asbestos-Dust? Zwar 18 Stück. Ja, habe ich. Okay. Und das kriege ich jetzt wie raus? Electrolyzer. Ich brauche noch 9 Zellen. Danke. Läuft. Bin mal gespannt, ob wir das mal rauskriegen. Zwei ist ein bisschen arg wenig. So, Magnesium ist, glaube ich, auch ein wichtiges Gut. Machen wir jetzt erstmal unter die Haupterze rein. Kann ich hier gleich mal erstmal abladen. Brauche nicht so weit latschen. Ja doch, also das wird eigentlich alles irgendwann verschwinden. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Ja, das ist halt genau, wenn man halt das immer wieder mal dann alle 20 Folgen mal wieder macht, vergisst man das. So, wird aber aufgeräumt. Weil, wie gesagt, da muss ja der Electrolyzer oder da muss auf jeden Fall so eine Art Mobile laufen. Mobile zieht bei mir aber nicht automatisch also den Strom mit ein. Das wäre ein bisschen arg günstig. Weil, den ich glaube ich das falsche Pack spielen. Okay, also wir haben das auf jeden Fall schon mal jetzt drin. Das heißt, ich brauche jetzt, um das da herzustellen, noch Redstone und Kohlpowder und den Circuit Nummer 2. Habe ich hier noch einen Mixer rumfliegen? Nee, ne? So, Kohlepowder war bestimmt dann hier drin. Jetzt brauche ich dann auch 4, oder? Und Redstone brauche ich auch 4. Halt. Toll. Dann kommst jetzt durch. Wow. Hier rein. 2. Das da und das da. Ich glaube noch nicht, dass ich so viel laufen lassen kann. Wie lange brauchst du? Brauchst 40 Sekunden? Doch, dann kann ich es laufen lassen. Weg. So, mein Problem ist jetzt natürlich, dass ich zu wenig Asbestos habe. Yay! Das ist super. Silicon, wie komme ich da noch dran? Das, ja, genau. Calcium.
Elektrischer Stahl, ja, das Problem ist halt, das brauche ich halt alles. Obsidian, Asbestos, Sodalith, die dich noch dran kommen. Ich glaube nur, dass ich zu wenig Sodalith habe. Aus Sodium kann ich das ja nicht machen. So, aber ich kann schon mal da zwei reinschmeißen. Ich kann davon zwei reinschmeißen und ich kann mir noch mal zwei Kohlepowder holen. Zu weit gelaufen. Was ist da? Kann der auch laufen? Haben wir noch weitere neun? Ja, das Problem ist halt, ich brauche 8 Stück davon. Ich brauche 4 Ingots, um ein Achter zu kriegen. Davon brauche ich 4 Stück, um die 8 zu verbinden. So, jetzt schauen wir mal, wie viel das wir insgesamt haben. So, du kommst schon mal hier rein. Ja, ist ja natürlich klar, dass man dieses Kabel jetzt verwenden, weil das hat ja null Verlust. Wenn ich es jetzt isoliert habe. So, ich brauche nur halt zwei weitere. Das heißt, es läuft jetzt auf jeden Fall noch mindestens einer durch. Wir sind jetzt bei 77%. Eins, zwei, drei. Und da ist erstmal das Mischpulver drin. Das muss ich mir dann brauchen. So, dann brauche ich jetzt als allernächstes oder als nächstes, als allernächstes, genau. Ein bisschen Stahl. Oh, 50 Stück durch. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie viel Zeit das vergangen ist. Zwischen dem letzten Mal und diesem Mal. So, das heißt, wir brauchen hier 8. Dann lassen wir jetzt erst einmal diese Blöcke alle da. Die nehme ich nochmal mit. Die lasse ich auch da. So, dann brauche ich sowieso, also davon brauche ich 8 Stück. Dann müsste ich nämlich 64 Stück haben. Richtig? Richtig. Okay. Dann habe ich noch mal einen. Dich mache ich leer. Dann brauche ich Plastik. Du kommst hier rein. Ich brauche noch ein Zinnkabel. Deckel zu. Deckel auf.
Dann haben wir das da. Ja, wie mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt davon aus, dass ich sage, okay, das wird jetzt interessant. Stell gerade fest, es ist ein Nachteil, wenn man solche Aufbauten mal vor unendlich langer Zeit getestet hat. Also für mich vor Ewigkeiten. Ne, ich weiß, wie ich es mache, ja. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal ein Kabel. Die schaffen das auf jeden Fall so weit, dass der laufen kann. Und ich habe mich doch wieder verzählt im einen. Jetzt ist zwar auch mit dem Kabel, also mit dem, was ich noch da hinten drin liegen habe, hätte ich es hingekriegt. Oder, nee, ich habe drei, glaube ich, fünf reingeschmissen, ne? Aber ich habe noch so viel, ich lasse das laufen. Und so viel Oxy habe ich auch noch. Ja, das warten wir jetzt noch kurz. In der Zeit hole ich noch mal ein bisschen Oxygen. Bisschen Sauerstoff zuführen. Dass unser EBF auch laufen kann. Wie schaut es bei dir aus? Na, 49%, ja. Pff. Das merkt er nicht mal. War sogar schon fertig. Und wenn ich zu viele habe, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, das kommt, das brauche ich ja nochmal. Ja, sobald ich die anderen 8 habe. Aber das kann ich ja dann einfach auch mal so machen. Wie gesagt, davon will ich eigentlich, dass irgendwann da unten 4 Stück rumstehen. So, dann heißt es jetzt nämlich für mich. Muss von vorne rein. Gut. Nicht verbinden. Perfekt. So, habe natürlich jetzt mein anderes Teil oben vergessen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Denn wir gehen jetzt erstmal hier hin und schmeißen hier mal die 64 Stück rein. Die werde ich nämlich gleich nochmal brauchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, 16 kriege ich rein. Eine Engine. Ah, danke. Weiter geht's. So, also. Ich schmeiße ich wieder hier rein.
Und fröhlich pfeifend machen wir weiter. Halt, da hinten wird auch bestimmt wird jetzt einiges durchgelaufen sein. Ey, da ist gar richtig viel durchgelaufen. Super. Weiter geht's im Text. Dann brauche ich aus dem da eine Kiste und aus dem da das Kabel. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich mache ein Achter Kabel rein. Bin gerade beim Überlegen, wie ich es insgesamt mache, aber das Problem ist, ja, das, ich nehme jetzt mal ein 16er mit. Ich kann immer noch platt machen. Quests muss ich auch noch abgeben. Sage ich, glaube ich, auch jedes Mal. Ja, aber ihr seht es ja schon. Ich mache ja keine Kurzfolgen, ne? Und trotzdem reicht die Zeit nicht. So, also die sind alle verbunden. Wir schmeißen den nächsten rein. So, wer willst du drin? 16. Jetzt sind gleich die ersten voll. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, ich müsste jetzt hier einen Achter hinmachen, hier einen Achter hinmachen oder hier einen 16er hinmachen. Oder ich gehe hin und sage, okay, ich mache jetzt hier einen Achter hin. Wenn ich dich jetzt wegmache, das wird man gar nicht merken. Das ist gut. Beziehungsweise teilweise ist es gut, teilweise ist es schlecht. Das heißt, du kommst weg, du kommst auch weg. Das heißt also entweder ich muss jetzt hier. Wenn man halt alles kompakt bauen will, ne? Das heißt jetzt, ich müsste jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, hier kommt ein Achter hin, hier kommt ein Achter hin. Wäre blödsinnig, ne? Wir machen jetzt hier einen 16er hin. Dann habe ich eine Idee. Also, jetzt gehen die schon mal da rein. Ich brauche jetzt ganz schnell oben auf jeden Fall nochmal isoliertes Kabel, weil ich brauche jetzt Batterien. Und zwar 16 Stück. Eine habe ich, brauche noch 15. Ja, ist ja gut. Schreck mich nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt, um die Batterien herzustellen, brauche ich jetzt hier Plastik. Erstmal 9. Heißt, wir müssen jetzt das erstmal alles durchlaufen lassen. Lalalala.
So, in der Zeit tun wir die 8 auch noch durchlaufen lassen. Dann ist mein Tank dann nämlich unten auch noch voll. Weil der müsste jetzt nämlich eigentlich leer sein. Ups. V. Danke. Kommst du da rein? Du gehst raus. Du gehst da rein. Du gehst da rein. So, wir haben 9. Das heißt, ich brauche noch mal 6. Dass wir die nötigen Batterien haben. Canning Machine und ab zum Lithium. Lithium laufen lassen. Dass es auch ausgezahlt hat, dass ich Lithium die ganze Zeit gebunkert habe. So, dann heißt es jetzt, du bleibst da, du bleibst auch da. Du gehst da rein, du gehst da rein, du kommst dahin. Weg, weg, weg. Hier auch alles weg. Ich muss nämlich schnell meinen Rucksack noch ausräumen. Halt ich nicht. Du musst noch weg. Das muss noch weg. Erstmal da rein. Ich weiß, dass ich den Flint mittlerweile auch hinten hin habe. Dann legen wir ihn schnell noch mal hin. So, aber jetzt müssen wir dann durchrasen. Deswegen auch alles leer räumt. Denn wir wollen hier rein. Also, als allererstes, wir fangen jetzt oben an. Tipps and Tricks. Ich claim mein Ingot. Weil es heißt, ich muss schauen, dass wenn ich jetzt hier fertig bin, dass ich alle meine Sachen hier weg habe. Die Oreberries muss ich auch noch anpflanzen. Die müssen auch noch ganz nach unten. Jawohl. Also, Copper Ore Berries, danke. Gleich hier rein. So, haben wir hier noch was offen? Schaut nicht so aus. Steam. Da haben wir die Türen. Eisentüren wüsste ich nicht, dass ich brauche, aber Buttons können wir immer wieder brauchen. Dann nehme ich ein Filing-Kabinett. Dann haben wir das nämlich auch durch. LV. LV wird etwas Größeres. Dann nehmen wir die Beefburger. Dann nehme ich mir die Circuits. Klar, Öl. Klar, mehr Öl. Und vor allem, ich habe Zellen. Zellen. So,
Oh, richtig viel Essen. So, das Filing-Kabinett. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir das hier mal hinstellen. Da kommen dann jetzt die Schuhe rein. Genau. Ich sage, davon müssen wir jetzt noch mehr bauen. So. Klar, Motoren. So, wir gehen mal nach hinten und tun die Coins aufräumen. Tüten kommen hier rein. Okay. So, weiter. Brewing. Mjölnir. Elektrum ist teurer. So, das ist für mich die Kiste. Das wird dann die Hauptaufräumkiste dann werden. So, wir es jetzt auch mal erstmal reinhauen. Wir wollen ja die ganzen Quests noch durchkriegen. Das kann ich einfach claimen. Dasselbe auch hier. Nochmal Mining Pipes. Ich glaube, ich bin jetzt komplett durch. Glauben heißt nichts wissen. Genau. Time to die. Danke. Jetzt dürfte ich hier durch sein. So, wir sind bei MV. Jetzt wird es viel lustiger. Also, Loot Bag. Da ist mir der Lootbag dann lieber. Silicon ist anstrengender momentan noch herzustellen. Da muss man dann auf jeden Fall auch anfangen, so Grundaus-Dinge aufzubauen. Aber das ist jetzt das, was jetzt dann halt jetzt dann peu à peu kommt. Da ist es klar, dass es die Zellen sind. Da sind es für mich auch die Zellen. Früher hätte ich das Poly genommen. Habe ich jetzt schon. Ja, dann brauche ich mich nicht nämlich um die Zellenproduktion erstmal zu kümmern, weil habe ich genügend dann. Und ihr seht es ja immer wieder. Wir gehen immer wieder die Zellen aus. So, dann haben wir hier ja auch die da. So, du kommst weg. Du kommst hier auch weg. Ich kann nicht aufräumen. Mining Pipes kann ich auch aufräumen. Button können rein. So, ich dürfte jetzt bei MV auch nichts mehr haben. Fishing, Farming, bla bla bla. Nämlich Nether Ward. Garden Soil ist klar. Tofu ist noch schlimmer. So, hoch die Tasse, die habe ich noch nicht eingeräumt. Dann haben wir die auch.
Dann nehme ich einen normalen Elevator. So, dann haben wir ja noch hier die Stöckchen. Klar, dass ich den Enderman nehme. Nehme ich mir meinen Creeper. Und ich habe mein nächstes gutes Futter. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Moment. Supreme Pizza. Das war Building Better Bases. Nee, das war nicht das da. Das war. Dann war das vorne. Dann war das Fishing Farming Cooking. Dann habe ich nämlich die Supreme Pizza weg. Habe ich zwar ein bisschen weniger, aber ich muss sie nicht machen. So, du kommst weg. Du kommst weg. So, Beef Wellington brauche ich auch noch 20. Dann habe ich jetzt nur noch die zwei. Das Rainbow Curry wird auch noch ein bisschen Salted Spinner Bread. Das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Das da ist noch ein bisschen weg. Das da ist da hinten drin. Aber wir wollen jetzt nicht die nächste Quest fertig kriegen. Sondern Sachen fertig machen. So, wir claimen das. Wir claimen das. Wir claimen das. Und dann nehme ich Battery Alloy Dust momentan. Schaut auch ganz gut aus. So. Ich hoffe gerade. Autobi machen wir gleich als nächstes. Bienen habe ich hier auch noch nicht drin. So. Saumatter kill all the things. Oh Gott. Das wird ein bisschen was Längeres. Ich glaube, ich hätte es auch schneller haben können, indem dass ich sage, gib mir alles aus dem Reiter. So, den haben wir auch. Kommst du da rein? Du kommst dahin, du kommst dahin, 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 dahin. Und die Herzen, glaube ich, sind auch noch in der Kiste, ne? Genau. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Und zwar Kakao. Den habe ich schon. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wie viel Leder habe ich denn? 21.
Muss mal schnell gucken, wie viel das ich habe. Beziehungsweise, was ich dafür brauche. Without dying. Leder Armor. Brauch 24 Leder. Hab ich noch ein Beil? Nein. Das Problem ist, ich kann in die Luft fliegen. Dann fliege ich in die Luft, das ist mir jetzt egal. Muss ich ja meinen Grabstein wiederholen. Ich muss jetzt ein paar Kühe picken. Brauche 3 Leder. Ich sag, da hätte ich ja gerne noch einen Mod dazu. Toll. Das meine ich mit explodieren lassen. Passt. Den Steinanker. Den haben wir wieder rein. Ja. Total schön. Einen mehr. Danke. Also, das heißt, wir haben 24 Leder. Das heißt, ich brauche jetzt Schuhe. Ich brauche eine Hose. Ich brauche ein Shirt. Ich brauche eine Mütze. So, dann habe ich meine Quest fertig. Bin gleich hier richtig. Denn ich möchte mit dieser Quest mir Kakaobohnen geben. Weil die Kakaobohnen will ich hier anpflanzen. Weil ich mir gedacht habe, das brauche ich ja nicht machen, wenn ich die hier anpflanzen kann. So. Das heißt, ich muss jetzt dann wieder Kühe züchten. Und ob das so schnell geht mit Botania, weiß ich nicht. So, wir räumen wieder Leder auf. So, du kommst dahin, dahin, dahin. Lederklamotten. Essen. Danke. So, dann haben wir noch Working with Oil. Da kriege ich natürlich auch meine leeren Zellen. Dann nehme ich Stahl. Brauche ich sowieso noch mindestens jetzt dann mal ein Stack. Stahlrotor. Für was braucht man Stahlrotor? HV-Pumpen. Stahlrotoren. Halt. Halt. Nicht aufräumen. Rotoren sind da oben. Stahl ist hier. Also rein. Und weg. So, Multi-Block Golds haben wir in EBF. Dann nehme ich natürlich meine Loopbacks. Oh, Clear Glass, das ist cool.
Mehr Stahl. Nein, dann nehmen wir auch das Lootback, was Soldering Wire kriege ich so hin. So, das aufräumen, das aufräumen, das, das. Okay. Dann haben wir das auch. Aus GT++ habe ich den. Dasselbe wieder Stahl. Dann haben wir noch von Soundcraft ein bisschen was. Ich glaube, da nehme ich die Seife. Die, glaube ich, bringt mich weiter. Kann das natürlich auch total bescheuert gewesen sein. So, dann haben wir noch das. Scribing Tool. Ah, super, wir kriegen wieder Papier. Oh Gott. Weg, weg, weg. Toll. Alleine die Wasserflaschen, was ich bekommen habe. Vernicht mein Inventar. Ja, ich kann mir was basteln. Toll. Bisschen Gift mischen. Ne, ich nehme jetzt mal Bronze. Epic Bacon. Ja, danke. Da. Da. Kein Epic. Habe ich die schon abgegeben? Bin ich jetzt besoffen? Hunger no more. Aha. Es gibt noch eine zweite Healing Axe. Brauche nicht. So, haben wir jetzt alle Quests abgegeben? Kann ich jetzt mit Funk und Recht behaupten, alle Quests sind weg? Kann ich. Das ist schön. Hat noch nicht lang gedauert. So, aber eine Sache mache ich jetzt noch. Dass die schon mal bis zum nächsten Mal geladen haben. Wir hauen die rein. Und die 8 sind voll. Also hauen wir die auch rein. Alles gut, alles toll, alles passt. So, und jetzt werden meine Lithium-Batterien hier mal schön brav geladen. Und wie gesagt, ich habe jetzt dann hier schön Platz, dass ich dann hier sozusagen das umwandeln kann in MV. Hier habe ich dann einen Battery-Buffer und den kann ich dann danach drüben verlegen, deswegen auch hier rausgeschlagen. Und habe dann hier einen Battery-Buffer und gehe dann hier nach oben. Ist doch fast ein Plan, oder? Genau, sage ich auch. Dann nehme ich mir mal noch die da weg und das da weg. Wir räumen jetzt ein bisschen das Zeug auf, lassen noch ein bisschen Sachen produzieren.
Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir dann weitergehen, um unseren Strom nach oben zu verlegen. In der Hinsicht, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit, aber in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.